Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nein, dieses Video ist kein weiterer Reisedokumentarfilm, sondern es gehört zu einer eigenen Reihe, in der ich euch mal meine Tipps zu einem meiner bereisten Länder vorstellen möchte. Im heutigen Film geht es um das Land Australien. Ja, und ganz wichtig an der Stelle, es handelt sich um Tipps für den Erstkontakt, damit ihr euch schneller zurechtfinden könnt. Über die verlinkten Zeiten in der Videobeschreibung könnt ihr Kapitel auch direkt anspringen. Sehenswürdigkeiten nenne ich euch hier mal nicht, die könnt ihr dann in meinem eigentlichen Reisedokumentarfilm euch ansehen, den ich euch auch hier oben mal verlinkt habe. Und an der Stelle, ich habe zwei Reisefilme über Australien gemacht, einmal mit Fokus auf den Osten und einmal mit Fokus auf den Westen. Und ich glaube, ich verlinke euch mal den erstmal auf den Osten, so als Einstieg vielleicht. Nun gut, ja. Ganz wichtig, es handelt sich ausschließlich um persönliche Eindrücke mit Stand meiner damaligen Reise. Das kann also auch schon ein paar Jahre her sein und ich würde sagen, manche Details können sich geändert haben. Ihr solltet euch also nie ausschließlich auf die Informationen aus diesem Video verlassen, sondern euch darüber hinaus auch weiter informieren. Deshalb alle Angaben ohne Gewähr und übergeordnet gelten die jeweils aktuellen Informationen des Auswärtigen Amtes. Zu Beginn beschäftigen wir uns aber erstmal mit der Anreise nach Australien. Viele Wege führen nach Australien. Technisch wird es dieser Tage zwar möglicher, Direktflüge von Europa aus zu realisieren, doch meist wird man das Land auf dem Luftweg über einen Umsteigeflug erreichen. Typische Hubs dafür sind Singapur, Hongkong, Dubai, Abu Dhabi oder weitere Möglichkeiten. Das Angebot, auf welchen Zielflughafen man dabei in Australien letztendlich einreisen möchte, ist relativ groß. Man kann mühelos zwischen zum Beispiel Sydney, Perth, Cairns, Melbourne oder Brisbane wählen. Da die Flugstrecke nicht gerade kurz ist, beginnen die Preise so ab 1000 Euro. Für die Einreise ist die vorherige Einholung eines Visas erforderlich. Das geht heutzutage einfach in Form eines Electronic Visa. Sobald dieses vorliegt, ist es ein Jahr gültig. Daneben ist natürlich noch der Reisepass erforderlich. Im Flugzeug wird zudem noch eine Arrival-Karte ausgeteilt, die man bei der Einreise ausgefüllt vorzulegen hat. Hier wird man unter anderem gefragt zum Reisezeitraum oder ob man auch Pflanzen oder Obst mit sich führt. Die vielberüchtigte Quarantäne beschränkt sich auf Abgabe des obigen Zettels. Wenn man überall Nein angekreuzt hat, alles gut. Australien ist nicht nur ein Land, sondern gleich ein ganzer Kontinent. Und die Ausmaße des Landes sind wahrlich kontinental. So sind die Distanzen nicht zu unterschätzen. Zwischen den größeren Städten liegen oft gar 500 bis 1500 Kilometern. Die meisten Menschen leben dabei an der Ostküste. Die Landesmitte ist genauso wie die Westküste vergleichsweise dünn besiedelt. Der Australier an sich ist sehr freundlich und hilfsbereit. Und während in Europa das Leben einen eher strammeren Gang einschlägt, so kommt mir die Gesellschaft in Australien doch noch ein wenig entspannter vor. Australien hat aufgrund seiner Ausdehnung einige Klimazonen. Im australischen Sommer, also zur Jahreswende, ist es im Süden tendenziell gemäßigt warm, in der Mitte wüstenhaft trocken heiß und im Norden tropisch feucht warm. An der Ostküste habe ich es im Dezember aber auch mal sehr regnerisch in Erinnerung. Etwas gemäßigter sind die Temperaturen im noch südlicher gelegenen Tasmanien. Im australischen Winter, also zur Jahresmitte, gehen die Temperaturen in Australien zurück und es kann in Alice Springs in der Landesmitte auch mal nachts empfindlich kühl werden. Das Stromnetz hat 220 Volt. Für unsere Schuko-Stecker ist ein Adapter nötig und zwar einer mit den schräg stehenden, geraden Pins. Das Netz ist von guter Qualität. Nur an einem Abend in Alice Springs hatte ich mal einen dreistündigen Stromausfall erlebt. Landeswährung ist der australische Dollar. Bargeld kann gegen eine geringe Gebühr, so 2 australische Dollar, aus jedem Automaten gezogen werden. Kreditkarten werden auf breiter Basis akzeptiert und man kann damit de facto überall, wie in den USA auch, bezahlen. Im Vergleich zum Beispiel zu den USA gibt es freies Internet bzw. WLAN nur sehr selten. Eine UMTS-Karte für Smartphone ist daher sehr empfehlenswert, zum Beispiel 3 GB Daten für ca. 50 australische Dollar. Die Netzabdeckung in besiedelten Gebieten ist sehr gut, wird aber in der Landesmitte, selbst an großen Highways, dünner oder ist dann auch nicht mehr sonderlich vorhanden. Der Netzbetreiber Telstra hat dabei auch in Westaustralien noch die beste Abdeckung, stellenweise sogar im Landesinneren. Mit Telstra hat man in ganz Westaustralien auf dem Eyre Highway und Great Northern Highway bis zu 90% Netzabdeckung, wenn auch stellenweise nur ein Balken. Wenn man durch die Landschaft fährt, sieht man von Zeit zu Zeit einen Sendemasten, der die Abdeckung bereitstellt. Eine Prepaid-SIM kostet 30 australische Dollar bei diesem Anbieter und enthält 800 MB Internet. Achtung, Tethering war zumindest in meinem Fall nicht möglich.
Die Ausleuchtung im Northern Territory und South Australia ist nur in Ortschaften ab einer gewissen Größe gegeben. In den Ortschaften findet man Supermärkte. Die landestypischen Ketten heißen IGA, Target, Woolworths oder Coles und sind wie in den USA meist am Stadtrand zu finden. Daneben kann man auch an Tankstellen Getränke und Snacks erwerben. Hotels oder Motels finden sich in brauchbarer Anzahl in größeren Ortschaften. Entlang der einsamen Highways bieten die Roadhouses einfache Übernachtungsmöglichkeiten an, die aber oft keinen großen Service bieten. In Motels gibt es auch einen Kühlschrank, ideal zum Kaltstellen eigener Sachen über Nacht. An der Rezeption wird man oft auch nach frischer Milch gefragt, mithilfe derer man dann und ja, mithilfe des Wasserkochers auf dem Zimmer sich einen Tee oder Kaffee zubereiten kann. Bezahlbare Motelpreise schwanken zwischen 70 und 130 australischen Dollar pro Person, also nicht pro Zimmer wie in den USA. Das Frühstück kostet meist extra, daher habe ich mir sehr oft ein Selbstversorgerfrühstück auf dem Hotelzimmer zubereitet. Zur Anmietung eines Pkw muss neben dem nationalen auch der internationale Führerschein vorgelegt werden. Er wird oft nur für ca. eine Minute benötigt und verschwindet dann bis zur nächsten Reise bereits wieder in den Unterlagen. Mietwagen können leicht über einschlägige Vermittlerdienste im Internet gebucht werden. An den großen Flughäfen gibt es überall Mietwagenstationen der international agierenden Ketten. In Australien herrscht Linksverkehr. Da Australien auch das erste Land war, in dem ich mich in den Linksverkehr gewagt hatte, hier mal ein paar Tipps dazu. Die ersten 50 Kilometer habe ich als schrecklich empfunden, aber nach vielleicht 300 Kilometern hat man sich dran gewöhnt. Die ersten 30 Kilometer empfehle ich auf jeden Fall sehr oft in alle Spiegel zu schauen, damit man lernt, was um das eigene Fahrzeug herum passiert und man auch lernt, wie das eigene Fahrzeug im Raum positioniert ist. Scheibenwischer und Blinker sind übrigens auch vertauscht. Man merke sich einfach, der Blinker ist immer an der Fahrertür. Die weiteren Verkehrsregeln, es gilt rechts vor links. Kreisverkehre durchfährt man im Uhrzeigersinn und vor dem Einfahren in einen Kreisverkehr blinkt man in die Richtung, wo man auch rausfahren möchte. Ich empfehle auch stets auf den Teerbelag zu achten. Manche Straßen sind teilweise in einem sehr schlechten Zustand. Tiefe Schlaglöcher oder sehr hohe Bodenwellen haben das Potenzial, den Reifen zu schädigen oder gar die Achse zu verbiegen. Ich erinnere mich da an so ein tiefes Schlagloch irgendwo in der Nähe vom Ayers Rock. Aufgrund des Straßenzustandes sind eine maximal gesunde Tagesration so mit 650 Kilometern anzusetzen. Bis 1000 Kilometer kann man aber schaffen, sollte dann aber wirklich auch schon früh losfahren. Was man definitiv vermeiden sollte, sind Fahrten bei Dunkelheit oder in der späten Dämmerung. Nachts sind an der Ostküste zum Beispiel bei Dunkelheit Frösche, Schlangen, Kängurus, Geckos, Echsen und Wildschweine unterwegs. Teilweise mehr als entgegenkommende Fahrzeuge. Das Fernlicht eines gewöhnlichen Autos genügt absolut nicht, um vorausschauend genug bei Dunkelheit fahren zu können. Kängurus sind im Übrigen auch als doof zu bezeichnen. Man weiß irgendwie nie so richtig, wo sie als nächstes hinspringen wollen. Und dann sind mir da noch manche Vogelarten auf freier Straße bei Tag aufgefallen, die offenbar bewusst auf das eigene Auto drauf zufliegen und dann in der letzten Sekunde hochzuziehen. Tja, da sind dann schon die australischen Roadtrains, also diese langen Trucks mit bis zu 55 Meter Gespannlänge, eher in Erinnerung geblieben. Tja, die auf jeden Fall dafür sorgen, dass die dünn besiedelten Teile des Landes am Laufen gehalten werden. Für Fußgänger in den Städten noch der Hinweis, beim Queren der Straße erst nach rechts schauen. Denn auch Straßenbahnen unterliegen dem Linksverkehr. Auch als Fußgänger auf Brücken, in Einkaufsläden, im Alltag geht man eher auf der linken als auf der rechten Seite an einer anderen Person dran vorbei. In Australien gibt es keinen Tankwartservice. Die Befüllung des Wagens ist also selbst vorzunehmen. Das Tankstellennetz ist gut, allerdings sollte man in dünn besiedelten Landstrichen nicht auf dem letzten Tropfen herumfahren. Das nächste Roadhouse kann nämlich gut und gerne 300 Kilometer in Entfernung liegen. Die Benzinpreise mit Stand Dezember 2011, ja, für Regular schwanken sie so im Bereich von 1,49 australische Dollar an den Küsten bis zu 2,02 australischen Dollar am Ayers Rock Resort im Outback. Das Feuerwerk zum Jahreswechsel am Hafenbecken in Sydney zu erleben, ist wohl etwas Einmaliges. Doch auf diese Idee kommen viele. Bis nach Mitternacht haben sich gut rund und gerne so 1 Million Menschen um das Hafenbecken an diversen Orten versammelt. Schon Tage vorher werden Sicherheitsbarrikaden errichtet und die Viewpoints schließen, sobald sie voll sind. Ich war zweimal am Milsons Point gewesen auf der Nordseite des Hafenbeckens. Über eine jahresaktuelle Smartphone-App kann man sich auch jederzeit Informationen einholen, wie und wann welche Viewpoints es überhaupt gibt und wann diese bereits voll sind.
Generell gilt ein Alkoholverbot, die Polizei kontrolliert. Weiterhin sind keine Gläser erlaubt. Für einen guten Platz sollte man auf jeden Fall bereits morgens schon in der Zeit von 8 bis 10 Uhr eintreffen und vorbereitet sein, den ganzen Tag bis nach Mitternacht eben dort zu verbringen. An den Viewpoints gibt es aufgestellte Chemietoiletten, obgleich, wer hier allein sein Quadratmeterchen versucht zu bewachen und zu verteidigen, im Sinne von weggegangen, Platz vergangen, kann schon Schwierigkeiten bekommen. So kann es gut sein, wenn man sich mit den sich mit den umliegenden Leuten etwas anzufreunden, die dann auf den eigenen Platz aufpassen und ihn auch mit bewachen und über die Zeit hinweg verteidigen. Hier noch eine kleine Liste an Dingen, die man für einen gesamten Tag einpacken sollte. Ein Rucksack, Tasche, mindestens 2,5 Liter Trinkwasser, in der Sonne ist es nämlich sehr heiß, Essen, Sonnencreme, eine Sonnenbrille, Foto-Videokamera, gegebenenfalls ein Stativ, ein Regenschirm, eine Jacke, ein Campingstuhl, gegebenenfalls noch ein Sonnenschutzzelt. Wenn man früh morgens ankommt, könnte man dafür vielleicht noch einen Platz finden. Aber Achtung, die Zelte müssen laut Polizei spätestens um 18 Uhr abgebaut werden. Weiterhin ist auf jeden Fall zu empfehlen, ein Handtuch bzw. eine Unterlage zum Drauflegen. Dann braucht man noch ein bisschen Unterhaltung für den Tag, vielleicht ein Buch, Musik, Hörspiele oder whatever. Schauen wir uns doch mal speziell Westaustralien an. Das ist nämlich der größte Bundesstaat des Landes und ist 7-mal so groß wie Deutschland. Die Sehenswürdigkeiten konzentrieren sich meiner Meinung nach auf die Ecke um Perth und den Südwesten. Wer nicht gerade so naiv ist wie ich und alles fahren möchte, sollte nach Perth vielleicht besser fliegen und von dort aus die Highlights erledigen. Naturhighlights sind der Wave Rock nahe der Kleinstadt Hayden, der Eintritt kostet hier 10 australische Dollar, und die Pineapples im Nambung National Park, hier kostet der Eintritt 12 australische Dollar. Bei der Einfahrt nach Westaustralien ist im Übrigen eine Quarantänestation zu passieren. Es gibt Fahrzeugkontrollen, ja, da wird nämlich kontrolliert, ob frische Frucht, Fleisch oder Obstprodukte eingeführt werden, und die dürfen eben nicht ohne weiteres eingeführt werden. Die Insel Tasmanien gehört als kleinster Bundesstaat zu Australien, obgleich eigentlich ist das Australia Capital Territory oder kurz ACT mit Canberra bzw. dem politischen Zentrum noch kleiner. Dennoch ist diese Feststellung oft zu lesen. Manche Tasmanier fühlen sich auch eher als solche, zwar auch parallel als Australier, aber eben vornehmlich mehr als Tasmanier. Diesen Eindruck kann man als Besucher auch durchaus bekommen. Man ist mehr in Tasmanien als denn in Australien, obgleich die Infrastruktur und so weiter alles australisch gleich daherkommt. Tasmanien erreicht man entweder per Schiff mit der Spirit of Tasmania vom Melbourne aus, also auf dem Festland, und fährt dann nach Devonport auf Tasmanien. Die Überfahrt dauert einfache Strecke 11 Stunden. Ein Return-Ticket kostet etwa 500 australische Dollar. Oder alternativ natürlich per Flugzeug, zum Beispiel zum Flughafen Hobart vom Festland aus mit einer Flugdauer von ca. einer Stunde. Die Entfernungen sind bei weitem nicht so ausgedehnt wie auf dem australischen Festland, man muss aber doch teils mehr Zeit mitbringen, da besonders die Nebenstrecken sehr kurvenreich und auch serpentinenartig angelegt sind. Also genug Zeit einplanen. Oft findet man in den Nationalparks auch Schilder, die Entfernung daher nicht in Kilometern, sondern in Zeiteinheit angeben. Die Hauptstraße von Hobart nach Launceston weist weniger Kurven auf und ist zügiger befahrbar. Ähnlich im nördlichen Inselteil von Launceston nach Burnie ist die Strecke teils autobahnähnlich ausgebaut und auch zügig befahrbar. Jeder größere Ort verfügt meist über eine Tankstelle oder wenigstens einen Tankautomat und ein Hotel. Je kleiner die Ortschaft, desto geringer die Chance, etwas Passendes zu finden. Hotelpreise variieren ähnlich wie auf dem Festland im Bereich von 80 bis 140 australische Dollar. Spritpreise sind ca. 10% höher als auf dem Festland, zum Beispiel in Melbourne. Landschaftlich kann man in Tasmanien in drei interessante Zonen einteilen. Erstens die südliche von Hobart bis Port Arthur, die man als typisch tasmanisch empfinden kann, speziell Fauna und Flora. Zweitens der nördliche Küstenteil gleicht eher in Teilen der deutschen Bodenseeregion bzw. landschaftlich auch Dänemark. Drittens die Nationalparks im links unteren Teil der Insel mit ihren alpinen Bergen und Tälern. Zur Küste fällt das Terrain teils steil ab und in der Inselmitte hat man es eher mit dem Hochland zu tun. Beuteltiere findet man wie auf dem Festland auch in Tasmanien, sodass Nachtfahrten vermieden werden sollten. Starker Wildwechsel. Zeitlich kann man Tasmanien gerade so in 5 Tagen schaffen, meine Meinung. Für eine stressfreie Besichtigung sollte man aber eher 2 Wochen vorsehen. Wer auf den vielen Naturtracks wandern möchte, braucht entsprechend mehr Zeit. So gibt es im Mount Cradle Nationalpark den Overland Track, für den man alleine schon mehrere Tage benötigt.
Das waren in Kürze meine Tipps für Australien. Ich hoffe, es war etwas Verwertbares für euch dabei, was euch die Planung für eure eigene Reise vielleicht etwas erleichtert. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, falls ihr gewisse Dinge anders empfunden habt, sofern ihr schon mal dort wart. Dann liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben. Das möchte ich euch überlassen. Viel wichtiger ist mir aber noch, dass ihr meinen Kanal bitte abonniert und vergesst natürlich auch nicht, diese kleine Glocke mit anzuklicken, damit ihr auch in Zukunft keine neuen Videos mehr verpasst. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.